Herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Video wieder von mir, Linux Windows Mac Hilfe. Heute ist es mal so ein spontanes Video, wo ich über das iPhone 5C und iPhone 5S berichte. Die neuen iPhones wurden ja heute vorgestellt auf der, ja, wo Apple ja immer die Sachen vorstellt. Und ich wollte dazu mal ein paar Worte verlieren, weil ich bei ein paar Punkten sagen muss, also die Firma wird demnächst Bach runter, Bach abwärts fließen. Und würde mich mal interessieren, wie ihr oder was ihr davon haltet. Jo, zum allererst hier die Homepage. Huch. Hier. Für alle, die bunt lieben, iPhone 5C, klicken wir mal drauf. Das soll ja das sogenannte günstige iPhone sein. Günstig, genau. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, günstig im Sinne von, man zahlt ohne Vertrag um die 300 Euro. Das wäre für mich jetzt ein Preis, weil ich für ein iPhone als Beispiel zahlen würde. Als Beispiel natürlich. So, jetzt schauen wir aber mal die Bezugsquellen an. Eben hier Apple Online Store. Wie viel die haben wollen fürs iPhone 5C. Schauen wir doch einfach mal erstmal hier die Farben. Es gibt Weiß, Pink, Gelb, Blau und Grün. Könnten auch mehr Farben sein, aber immerhin die Farben haben wir da. Es gibt eine 16 GB Variante oder eine 32 GB Variante. Der Preis, da muss ich ganz ehrlich sagen, wurde mir übel ein bisschen, weil ich zahle für das satte Ding, was angeblich so günstig sein soll und für jeden erschwinglich, 600 Euro für die 16 GB Variante und 700 Euro für die 32, Dollar, entschuldigt, nee, doch, Euro, sorry, für die 700 Euro zahle ich für die 32 GB Variante. Und da muss ich mich ganz ehrlich mal fragen, was geht bei Apple im Kopf manchmal vor? Das sind Preise, wo ich ganz ehrlich sagen muss, hä, für sowas mit so einer, ich sag mal so, mit so einer blöden Ausstattung, wir tun uns hier mal die technischen Daten und zeigen lassen mal. Also, wir haben hier wie folgt, Mobilfunk und WLAN haben wir, mit den typischen Frequenzbändern, LTE haben wir auch. UMTS, Bluetooth 4.0, WLAN haben wir, das A, B, G und N, AC haben wir nicht, ja, würde vielleicht noch irgendwann kommen mit einem weiteren iPhone in 2 Wochen, sagen wir beim iPad ja auch wunderbar, iPad 3 kam raus, dann kam sofort das iPad 4, also werden die Kunden über den Tisch gezogen, aber gut, okay, naja, es ist halt Apple, da zahlt man halt was. Ortung haben wir hier, Assistent GPS und GLONASS. GLONASS, das ist, glaube ich, so amerikanisches GPS oder irgendein Dienst, von Amerika benutzt wird. Mobilfunk, WLAN und digitaler Kompass. Im Display haben wir eine Auflösung von 1136x740 Pixeln. Ja, das ist schlecht, die Auflösung. Jedes Display hat heutzutage Full HD. Ja, schlecht. Also da müsste Apple noch ein bisschen was dran schrauben. Dann haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, ein LED-Blitz, rückwärtige Belichter, Sensor, Objektiv mit 5 Elementen, Hybrid-IR-Filter, Autofokus, bla 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 bla, Panoramaaufnahme und so weiter und so fort. Videos schießt das iPhone 5C in 1080 Pixel. Das ist schon mal gut. FaceTime hat's, auch Audioanrufe hat's eben über FaceTime. Und eben hier haben wir das Mikrofon, den Lightning Connector und die integrierten Lautsprecher. Man kann beim iPhone 5C den Akku wieder nicht herausnehmen. Das finde ich so etwas von feindlich. Man hätte es wirklich so machen können, dass man den Akku leicht entnimmt oder leicht rausnimmt. Ich persönlich finde, was Apple abzieht, einfach nur eine Unverschämtheit und weshalb ich auch nie mehr ein iPhone kaufen werde, es sei denn, ich würde es gewinnen. Aber so werde ich mir es nicht kaufen. Das ist, ich finde es einfach eine Abzocke. Ganz klare Abzocke, was die Leute bei Apple mit euch machen. Aber eben, wenn ihr ein iPhone kauft, weil ihr so verrückt danach seid, naja, bitteschön, es ist euer Problem.
Die Stromversorgung. Die Batterielaufzeit beträgt sich auf eine Sprechdauer von bis zu 10 Stunden im 3G-Netzwerk, Standby-Dauer bis zu 250 Stunden, Internetnutzung bis zu 8 Stunden mit 3G und mit WLAN bis zu 10 Stunden. Internetnutzung bzw. Videoaufruf, Videowiedergabe bis zu 10 Stunden und Audiowiedergabe bis zu 40 Stunden. Ist schon mal nicht schlecht, da können aber heutige Smartphones wirklich mehr. Ist halt die günstige Variante, mal schauen, wie es nachher bei der 5S-Variante aussieht, ob es da Unterschiede gibt. Die Kopfhörer sind ja die bewährten EarPods. Ich habe die einmal im Ohr gehabt, nie wieder. Ich fand die Dinger sowas von abgrundtief schrecklich. Die haben nicht gehalten wirklich bei mir. Da finde ich die Samsung-Kopfhörer wie A besser verarbeitet und B halten die auch, weil es In-Ear-Kopfhörer sind. Okay, das sind keine In-Ear-Kopfhörer, die sind speziell dem Ohr angepasst. Okay, super Idee. Aber du hast einfach das Problem, es hört jeder mit. Das haben wir bei Apple-Geräten oder bei Apple-Kopfhörern einfach immer dieses blöde Problem. Alle können mithören, wenn du weißt, was ich meine damit. Kennt man ja sicher, man tut die Lautstärke auf leiseste, man tut eine Musik auf leiseste Lautstärke und schon hört alle Welt deine Musik. Es ist einfach schlimm, das Problem hat Apple bis heute nicht in den Griff bekommen und wird es wahrscheinlich auch nie, also zumindest nicht unter der schlechten Leitung, wie es jetzt ist. Integrierte Apps sind es einige. Könnt ihr euch mal anschauen. Ja, Sprachen gibt es natürlich wieder einige, Zubehör gibt es auch einige. Ja. Dann schauen wir uns mal das iPhone 5S an. Übrigens, das iPhone 5 wird nicht mehr verkauft, sondern nur das iPhone 4S. Weiß der Geier warum. Naja, das ist halt Apple. Es gibt es in den Farben Silber, Gold und Schwarz. Ja, gut, ich meine, da hätten auch ein paar mehr Farben eigentlich hingepasst, aber nun ja, ist halt Apple. Jetzt haltet euch fest, ich zahle für 16 GB 699 Euro. Ja, also 699 Euro zahle ich für 16 GB, für 32 GB 800, für 64 GB 900 Euro. Entschuldigt. Also ich muss sagen, ein Preisunterschied von gerade mal 100 Euro im Vergleich zum iPhone 5S, 5C. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was hat das jetzt mehr drin? Schauen wir mal. Jo, wir haben erstmal technische Daten aufrufen. Also, wir haben wieder hier diverse Funkstandards drin, auch wieder Bluetooth 4.0, aber auch wieder kein WLAN AC. Also nicht das schnelle WLAN, sondern immer noch WLAN mit dem A, B, G und dem aktuellen, also aktuellen, ja, ist auch etwas älter jetzt, mit dem N-Standard, das AC, der AC-Standard, der wird ja jetzt standardisiert, meinte ich, oder ist schon standardisiert. Da wird von Apple 100 Pro noch im Verlauf des Monats oder nächsten Monats noch ein Handy rauskommen. Also der sich das Handy wirklich kaufen will, sollte doch bitte ein bisschen warten. Wir haben GPS und Globals wieder, WLAN haben wir, Mobilfunk haben wir, haben ein Retina-Display von derselben Auflösung wie von dem billig, also ich nenne jetzt günstig iPhone. Das finde ich ein bisschen auch wenig von der Auflösung, ich habe mir auch wirklich mehr erhofft, aber es ist halt nur ein Update, muss man auch wieder so sehen, es ist nur ein Update, was Apple macht. Ich glaube, das nächste iPhone wird wieder der richtig große Wurf für einige, für mich jetzt nicht unbedingt, ich bin Samsung-Fan. Und von dem her bringt Samsung für mich einfach wesentlich mehr Innovation jetzt nicht vom Aussehen vom Handy, sondern von der Software, von der Hardware her mit, als jetzt Apple mit seinen Dingern da. Wir haben eine 8-Megapixel-Kamera. Ein Autofokus haben wir, Panorama, Gesichtserkennung und so weiter und so fort. Er filmt auch in 1080p und 30 Bildern per Second. Wir haben einen Dreifach-Zoom. Okay, ich habe einen Vierfach-Zoom bei mir, aber gut, in meinem S4. Jo, dann die Anschlüsse, hier haben wir das Mikrofon, den Lightning-Connector und den integrierten Lautsprecher. Videoanrufe können wir natürlich auch wieder machen, das Ganze kann eben über WLAN, HSDPA, HSPA+, 3G und 2G und DC etc. pp. Anrufe gehen in der VGA-Auflösung von 480x368 über WLAN.
Ja, das ist ein. Also, das ist relativ nicht wirklich viel. Aber Videoaufnahmen in 720, FaceTime, Frontkamera, ist super. Muss ich tatsächlich sagen, finde ich echt gut. Aber die heutigen Smartphones heutzutage von der Konkurrenz können einfach mehr. Also, das ist wieder mal eine typische Lachnummer, wo ich sagen muss, da hat Apple einfach wirklich keine Innovation und Mühe reingesteckt. Ich habe auch bei Golem.de mal ein paar Beiträge mir angeschaut, wo viele Nutzer auch sich beschwert haben und gesagt haben, was Apple da einfach eigentlich macht. Und mir fällt auf, seitdem Steve Jobs tot ist, geht Apple bergab. Es kommen keine wirklichen Innovationen mehr, wo ich sagen würde, boah, super. Der einzigste, das ist iPhone 4S vom iPhone 4C, das iPhone 5S vom iPhone 5C unterscheidet, ist der Fingerprint-Sensor. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Gibt so in einem Smartphone eigentlich noch gar nicht. Ist meine echt super Überlegung. Okay, wer es braucht, ich brauche es nicht, weil ich habe bei Android diese Mustererkennung und ich kann es auch so machen, dass die Mustererkennung ausgeschaltet ist, so dass man sie gar nicht erst sieht im Vordergrund. Also von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich das, was Apple mir da zeigt, nicht groß. Und ich bin auch so wirklich optimal geschützt. Natürlich, damit ist man eigentlich wirklich, damit ist das Handy unknackbar. Aber jedes Handy kann man aufknacken, auch iPhones. Und eben hier nun zum Stromverbrauch. Das ist genau dieselbe Batterie wie auch im anderen. Standby dauert von bis zu 250 Stunden, bis zu 10 Stunden mit 3G. Internetnutzung genau dasselbe, Videowiedergabe wieder dasselbe und Audiowiedergabe unterstützt halt auch diverse Formate, aber auch nicht viele. TV und Video und Kopfhörer sind auch wieder dieselben, auf gut Deutsch beschissenen Kopfhörer wieder mal. Aber das sind ja Apple-Fans halt, oder das seid ihr euch halt gewöhnt. Genauso wie das neue iOS 7, was in meinen Augen, also Microsoft müsste da echt dagegen vorgehen, weil es einfach nur. Ja, mal schauen, was die anderen so machen. Oh, nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das. Natürlich gibt es viele, die sagen, ja, was mit Android? Android ist aber Open Source und da darf man halt einiges. Es ist ein Unterschied. Klar darf man auch nicht alles kopieren, das ist klar, aber was Open Source ist Open Source und das sollte Apple am besten eigentlich mal den Mund halten. Es gibt diverse Apps eben hier. Ich muss sagen, von den Farben her sind sie eigentlich ziemlich gut. Ich habe es so selber noch nie testen können, da ich ein iPad 1 habe, beziehungsweise meine Mutter ein iPad 1 hat und darauf halt nur iOS 5 oder bis iOS 5.1.1 ich das Ding krieg. Höher kriege ich es einfach nicht, egal was ich versuche. Vielleicht kann mir einer von euch helfen, der irgendwie Erfahrung mit Apple hat, soll mir doch bitte mal eine PN schreiben, wie man denn das iPad 1 so nutzen kann, dass man entweder Android komplett drauf kriegt oder Windows Phone, ist mir eigentlich so ziemlich egal, oder Windows 8, aber einfach, dass ich auf eine aktuellere Version komme, weil irgendwann stellt Apple den App Store ab beim iPad 1 wegen der Version, das kann ich jetzt schon sagen, und da ist mein Ding eigentlich nutzlos, weil da kann ich mit dem Ding nichts machen. Aber am schlimmsten wird es noch, wenn Apple das Ganze noch aus der iTunes-Bibliothek wirft, damit es gar nicht mehr erkannt wird, weil da kann ich nämlich nur noch über Zusatzsoftware das Ding einmounten und wenn das selbst nicht mehr geht, kann ich das Ding wegwerfen, weil da kann ich es dann wirklich nicht benutzen. Also, das ist meine Ansicht des Ganzen von Apple und dem super neuen iPhone. Also das, ja. Bitte verzeiht mir, wenn ich vielleicht ein bisschen etwas krasse Ausdrücke benutzt habe in dem Video, aber ich finde es einfach nicht toll, was Apple mit euch abzieht. Ihr lässt es zu und jetzt habt ihr halt den Salat. Naja. Ja, und hier gibt es halt noch einige Erweiterungen halt. Übrigens der Fingerprint-Sensor. Jetzt muss man schauen, ob man da noch ein besseres Bild reinkriegen. Der sieht so aus. Moment. Machen wir den mal hier in weiß. Das ist der hier. Sieht so aus. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der Fingerprint-Sensor so aussieht. Ist mal was Neues. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, iPhone 5S, iPhone 5C, genau dieselben Geräte, genau dieselbe Hardware, fast dieselbe Hardware, weil beim
Beim Ding kommt ein A7-Prozessor zum Einsatz, beim iPhone 5S und beim iPhone 5C kommt, meinte ich, ein Prozessor von Qualcomm, das Snapdragon 600 oder 800, einer von beiden kommt da zum Einsatz, Vierkerner, nee, Zweikerner, irgend sowas. Ich schaue noch mal ganz kurz hier durch, aber ich meinte, es wären Zweikerner gewesen. Ja, das steht so leider Gottes auch nicht drauf. Auf jeden Fall ist es einer von Qualcomm, das weiß ich, aber welcher? Das weiß ich echt nicht mehr, sorry Leute. Aber Apple da schreibt darüber auch nichts. Und vor allem, was ich auch noch sagen muss, bevor ich es vergesse, diese Hüllen, die kosten extra. Die kosten nämlich ganze 30 Euro extra. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch sowas, wo ich nicht verstehe. Natürlich ist es interessant, wenn man sein Handy case-modden kann. Schön und gut. Aber bei der Keynote wurde gesagt, dass ja, das ist ja, dass eben diese Hintergrundsachen eben was kosten, eben 30 Euro. Kann auch sein, dass ich da was überhört habe. Bitte korrigiere mich, wenn das so nicht stimmt ganz. Aber ich persönlich finde einfach, es ist eine Frechheit, was Apple mit euch abzieht und allgemein mit den Leuten. Natürlich, wenn sie Leute mit sich machen lassen, da kann man nicht wirklich viel unternehmen dagegen. Aber es gibt genug Leute, die gegen Apple sind, so wie ich. Natürlich sind die Arbeitsbedingungen bei jeder Firma nicht wirklich prickelnd. Sei es bei Samsung, sei es bei der ehemaligen Piss Nokia GmbH da. Die übrigens Microsoft aufgekauft hat, wo ich da vielleicht bald ein Smartphone kaufen werde, mal schauen. Sei es bei HTC, sei es bei Alcatel etc. pp. Überall sind die Arbeitsbedingungen gleich mies, das ist mir klar. Und Apple sagt natürlich immer wieder, ja, wir schauen, bla bla bla. Das ist auch, wo ich sagen muss, das glaube ich denen nicht ganz, weil die gehen vielleicht hin, schauen sie es vielleicht wirklich an, machen tun sie nie was. Ja. Was ich immer schlimm finde, ist, wenn Apple den Leuten einredet, das wäre ein besseres Ökosystem. Ich war mal selber in einem Apple Store, nur ganz kurz noch. Das Video ist natürlich immer ganz klar vorbei, diejenigen können abschalten. Jetzt tue ich auch nur noch ein paar Grundsachen sagen, wo ich so von Apple weiß. Und da wurde mir echt gesagt, ja, Apples Ökosystem wäre so gut und da würde kein anderes rankommen und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Ich habe nur gedacht, ich habe eine halbe Stunde mit ihm nämlich diskutiert drüber, warum es erstmal so unverschämt teuer ist und zweitens, warum ich kein Update bekomme, warum ich das Ding nicht routen kann, also Jailbreak, also ja, Jailbreak ist ein bisschen was anderes, aber routen kann und eine andere ROM drauf schmeißen kann. Und ich war einfach nur sauer dort und ich habe ihm auch die Meinung gesagt und dann meinte er so zu mir, ja, er kann mich verstehen, bla 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 bla, aber Apples Ökosystem ist halt nun mal so. Naja. Ich glaube, Apples Ökosystem geht in die Richtung, dass sie total versagen. Siehe iPhone 5C und iPhone 5S. Also eine Lachnummer auf der ganzen Linie. Ich finde es einfach nur lächerlich, was die machen. Schreibt mal ein bisschen in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich persönlich finde Apple einfach, ich finde es lächerlich, was die produzieren jetzt. Und man sieht einfach, Steve Jobs hätte sowas nie zugelassen und nie gemacht. Etwas zu einem iPhone, ein billig iPhone beziehungsweise zu nennen, wo 100 Euro günstiger ist und dann den Leuten vorgaukeln, ja, es wäre erschwinglicher. Das ist einfach eine Frechheit. Ich muss sagen, ich habe mir hier das iPhone 5C, hier 16 GB für 299 Euro gekauft. Das würde ich als Beispiel nur. Da würde ich sagen, das ist ein fairer Preis. Aber zu so einem unverschämten Preis sehe ich es nicht ein, ein Handy zu kaufen mit alter Hardware, wo nicht mal mehr kann als das Samsung Galaxy S4, beziehungsweise viel, viel weniger kann. Natürlich, beim Samsung Galaxy S4 gehen ein paar Funktionen halt noch relativ schleppend. Das ein Beispiel ist Smart Pass. Also wenn du Video anschaust, Kopf wegdrehst.
Es geht so lala. Aber die anderen Sachen gehen einwandfrei. Also von dem her, was die in den Testberichten da gesagt haben, Kollegen Chip und so, das stimmt nicht, dass es nicht funktioniert. Alles funktioniert, bis auf eben dieses Smart Pass-Funktion. Aber ansonsten geht alles. Und ich habe auch wirklich tolle Ideen, wie man das revolutionieren könnte, den Markt mit Samsung vor allem. Und Samsung macht wirklich das Rennen, muss ich sagen. Samsung ist das neue iPhone, kann man eigentlich sagen, beziehungsweise das neue Apple ist Samsung, in meinen Augen. Du kannst einen Akku rausnehmen, du kannst alles machen. Und das kannst du bei Apple einfach nicht. Natürlich gibt es Leute, die nicht wirklich großen Wert drauf legen, das stimmt schon. Aber ich persönlich bin der Meinung, und ich denke mal, viele von euch auch, oder einige, mich würde interessieren, was ihr davon haltet, von dem Video, ob ihr sagt, ja, du hast recht, was du sagst, oder da und da stimmt nicht ganz, was du sagst. Natürlich könnte ich immer wieder gern korrigieren, wenn ich hier und dort vielleicht ein bisschen was Falsches erzählt habe. Ist wie eine Spontanaufnahme und ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, schreibt mir doch einen Kommentar. Okay, danke fürs Zuschauen.